Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Thaumaturge. So, wir sind jetzt bei der Suare. Oder machen halt da zumindest mal mit. Schauen zumindest, okay, können wir den Stuhl benutzen. Können wir mit ihr noch einmal sprechen vorher. Shusky, don't play with me. Okay. I'll disappear. For now. Don't hurry back. Sie wisch vom in den Back. Gut, okay, dann setzen wir uns hin. Benutzen wir den Stuhl, das wird sicher cool. Is this seat free? The energy is dissipating. Ladies and gentlemen, I am losing contact with these souls. Well, it was the souls that chose me after all. It's true. The gentleman has a card. Your face. Is everything all right, my child? Let us lay our hands on the table. Let us allow our minds to liberate themselves from our bodies toward the edges of the world as you know it. Are you thinking of someone exceptional whom you wish to summon? Leave her alone. Sergei, this has nothing to do with you. Dear guests, I implore you, the souls! Hirn 1. Die fehlende Dimensionskraft oder ein Salutor? Wir haben ja Hirn 1. Hä? Dann fällt mir der Salutor jetzt, oder was? Check ihn an. Wir haben das doch. Is that jealousy I hear? You will mock me no longer! Focus on someone you want to make contact with. Ich kann nicht raus mehr. Super. Schon wieder zum Duell fordern. Would a duel make you happy, miss? Between this poor man and me? Are you all going to fight now? Choose a location! A duel over me would be truly be unexciting. Yes, I think so too. Don't you dare! You were supposed to stay away. I was supposed to leave here with Velis. All that work for nothing. Tell me, what don't I understand? Do you know who she is? Who her father is? This isn't my first time. I'll free her from her floor. I know how to end this. You're right. Sophia Skawan was meant to have her floor removed, discreetly. But I suppose it's too late for that, isn't it? Someone hired you to remove the floor from Sophia. Vielleicht der Vater. Take a guess. Anyway, doesn't matter now. All right, take Velis. He's yours. Keep him. It's not him I was after, fool. What's done can't be undone. Sophia Skawan is now the center of the scandal. I hope we don't all come to regret it. Ah.
Ja, es ist nicht gegangen, weil wir, was, warum wir hier und das Feld das verstehen. Aber ja. Aber jetzt schaut's einmal, da steht doch Hirn 2 und er sagt doch Hirn 1. Also, wie kann das sein? Das ergibt ja keinen Sinn, wenn es doch da angezeigt wird. Oder? Aber was soll ich machen? Oder verstehe ich das falsch? Bisschen komisch. Jetzt habe ich den Fokus natürlich weg dann. Ja, dann werden wir zuerst trotzdem da angreifen. Na, ich wollte den Arm dann angreifen. Mei. Ich würde es jetzt auch nicht so tragen. Weil es ihn trotzdem zum ein Ende bringt, aber der ist halt jetzt natürlich nicht so verwundbar, ne? So, aber jetzt und dann ist er verwundet. Ah. Aua. Tod ist er. Oha. Theophils Schatten. Mit Bukowatsch angreifen. Alte Wunde. Sophias Schatten. Okay, die hat nichts. Bukowatsch, okay. Okay. Damit ist die schon mal außer gefickt. Aua! Aua! Einmal Fokus unterhand, bis das einmal so weit ist. Das ist immer so eigene so. Und da müssen wir auch erst mit Bukowatsch angreifen, damit es sich lohnt. Aber in der Zwischenzeit könnten wir ihm all die Wunde geben, damit der schon einmal ein bisschen.
kriegt er schon mal ein bisschen Schaden ab. Qual. So. Gut. Auf ihren Blitzangriff machen, ja. Und er geht auf den. Okay. Cool. Das ist ein neues Laster, Arglist. Rasputin sees you. Then you'll stop fighting me. Ladies and gentlemen, as you can see, this evening the souls were particularly restless. The souls have now told me everything I needed to hear. And you, sir, what can you tell us? Ooh. Sehr gerne entschuldigen. Sergei, please wait a moment. Mr. Shulsky, there are only so many humiliations a gentleman can tolerate. I have reached my limit. Congratulations to you both. Tja, Hirn 2, verstehe, haben wir ja. Wir haben es doch. Es ist ja, wir haben es ja gesehen gerade vorhin. Hirn 2. Hä? Das ist ein Schwachsinn. Dir fehlt die Dimensionskraft oder ein Salutor. Jetzt kenne ich mich nicht aus, wenn unten steht bei dem Ding Hirn 2. Was heißt das dann? Ich habe keine Checking. Das ist dumm. I can see I won't convince you. Please don't worry. From now on, everything will be fine. Fine? Sir, you must have slept through the last quarter of an hour. Sophia, listen. I freed you from a flaw that... What's going on here? The guests are complaining, and with good cause, I see. We're terminating this disaster. What is this rubbish about a flaw, my dear Mr. Shulsky? You got me riled up, and now you're trying to weasel out? A real schemer you are. Will the gentleman with a book be leaving peacefully, or should we show him out? You're going to have to escort me out of here. I hoped you'd say that, bookseller. Gräfin, oha. Gräfin Lemontova. Ja, jetzt noch einmal. Da, Hirn 2, es steht doch unten. Wir haben's doch. Zunge 1, Hand 5, Hirn 2, Herz 5, oder? Was bedeutet das dann? Die Dimensionskraft der Zunge ist 1. Ist 2, schau, Dimensionskraft Hirn steht 2, Dimensionskraft Zunge 1. Verringert, bis du Rasputin einen Besuch abstattest. Das ist mir ein Rätsel durch und durch, ehrlich. Also jetzt mal im Ernst, wie soll ich das verstehen? Was ist jetzt so, dass die... Na, egal.
Ich verstehe es nicht ganz. Den Kampf beginnen, da können wir noch einen Kampf. Unverwundbarkeit. Gegen neue Status, okay. 29 Leben, Fokus 3, hier war Fokus tatsächlich sogar angebracht. Auch Fokus 3, Fokus 4. Ein weiterer Punkt, wenn er von gepeinigt getroffen ist. Wir müssen sowieso auf ihm drauf. Aua! So. Der da hinten kriegt die Qual. Schön in den Rücken rein. Oh, den anderen hat's auch erwischt, gell? Das ist gut. Oh, jetzt haben wir den Zünglichen da noch. Dann machen wir das blutige Hauptsatz. So. Die sind nicht so stark offenbar, ja. Aua. Sehr gut, den haben wir. Hirnerschütterung fügt Schaden zu, das wollen wir. Und jetzt holen wir dich wieder rein und du machst gleich bei ihm, holst du uns wieder Lebenspunkte zurück. Dann können wir den einen gleich wegklatschen. Dann sollte er oder der stirbt ansonsten. Blutige Buße. Schöner Nierenschlag. Na bitte, kein Problem. Victor, don't scare me like that.
Mr. Sulski, are you all right? Freilich. I think it's time for us to go. I'll snug us a carriage. You'll have a hard time at this hour. I'll drop you off. See, you can always count on Mr. Konechkin. Viktor. Thank you. That's very polite. Ja, das war sehr nett, gell? Okay. Also wir sollen das mit dem Rasputin unbedingt machen, damit wir den anderen richtig nutzen können. Thank you for an interesting evening. Das ist jetzt böse. Entschuldigen. I'm sorry it all turned out like this. Not tonight, please. Ligia. Good night. I'm about to go deaf. I'm about to go deaf. Okay. Hello? 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 Victor? Sagen, dass ein Fehler vorliegt. Bestehen, ja? Was? Speaking. Victor, Uncle Sasha here. How are you? Have you visited your old stomping ground yet? I've rediscovered something, so like a comfortable bed. The city has changed a lot, as have we all. The most important thing to me right now is retrieving my father's grimoire. Your grimoire? I wish you luck, boy. Yes, I'm fine, thank you. And how are you, uncle? I need your help, boy. It's a very delicate matter. Are you able to find a moment for your uncle? All right, so where should we meet? Remember where I took you kids for donuts? I do. Let's meet there. Maybe we can reminisce about the old days. Better days. See you then, Victor. Thank you. Tiefensicht geschwächt, statt der Rasputin einen Besuch ab. Okay. Und zuerst müssen wir. Ja, was war jetzt? Ist Gräfin Lermontova, die Gräfin Lenora Fedorovna Lermontov, die Doyen der Familie und eine politische Figur, die es in sich hat. Sie ist eine Lieblingsberaterin des Zaren und sollte nicht unterschätzt werden. Das heißt, wir sollten zum lieben Onkel Rasputin gehen. Das wird das Beste sein im Moment. Kriegen wir einen Kakao? Offenbar nicht. Vielleicht hätten wir überhaupt zuerst hingehen sollen. Ich weiß es nicht. Ne? Man ist ein bisschen komisch, da wir die Werte haben, aber es nicht nutzen können. Oder? Oder verstehe ich da etwas falsch? Wir haben doch hier ein 2 und ich kann es nicht. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Das muss ich schon gestehen. Ja, uns wird nicht viel übrig bleiben, als wir jetzt mal dorthin zu reisen. Was ist denn da jetzt die ganze Zeit mit der Maus? Lass mich doch in Ruhe. Ja. Andere Richtung. Oh, die rennen nur noch falsch jetzt. Kokette Frau, oh ja, nicht schlecht, hervorragend. Schau, was haben wir hier? Hallo.
Hello. Indeed. Fanciable. Up close. I would even say a solid 8, wouldn't you? I don't know. We'll see when he turns around. Eight it is. Will you show us something more? Fragen, worüber sie reden, kann man sich vorstellen, what you ladies are doing? What everyone does. We're evaluating. A solid 8? You know, on a scale from 1 to 10, you look quite spiffy, sir. Why are you schmoozing with some sucker who's already suited and booted for his own funeral? And you, lousy fop, got an itch in looking for some philandering at the Marble Orchard, are you? The run-up's face spread, huh? 6, 5, 0. There's nothing here for you. Mr. 8 got some you-know-what, so he caught our eye. And vice versa, I can tell. Get ready for some shellacking, lads. We got a dandy looking for some extra ventilation. And, as luck would have it, not too far from the orchard either. Sir, you have the unique opportunity of becoming a 10. Oha. Naja, aber wir sind ja nicht so schlecht unterwegs, gell? Hukawatsch. Müssen wir angreifen? Ah, nochmal durchswitchen. Hirn, senkt deine Lidnisch um 80%, Hirn 5. Machen wir nicht. Mit Üppi angreifen, um zu deaktivieren. Fokus auch recht hoch, er hat ihn nicht hoch. Anfangen, aber prinzipiell wäre er das leichtere Opfer fürs Erste. Ja, eher leichter nicht, aber mit Üppi könnte man das einmal starten. Wobei, wenn wir Bukowatsch gleich mal einsetzen. Zu Noah, okay, aber wir können ja trotzdem das machen. Aua! Schulterschuss ist kein Genuss, gell? So, jetzt werden wir die Qual einsetzen. Genau, weil er ist. Ja, er hat nur gesenkten Schaden. Das heißt, das können wir ruhig machen. Er ist gepeinigt. Er ist jetzt schon sowieso dran. Und ich würde sagen: schnell noch die Qual. Thank you.
So, da haben die das alle drauf. Und dann können wir dann Fokus machen. Manöver, Fokus, genau. Damit ist er mit Sicherheit dann kaputt, wenn es so ist. Den kriegen wir. Hirnerschüttung. Also es ist schon fast down. Ja, trotzdem so. Dann greifst du an, und zwar ihn, gell? Genau, so den Schaden. Und zwar holen wir uns Lebenspunkte wieder. Ne? Oh. Ja, bei ihr machen wir halt wenig Schaden, ne? Das ist ja das Problem. Jetzt hart niederringen natürlich. Effekt erstiert sich viermal. Wir holen uns langsam mal ein paar Lebenspunkte wieder. Ne? Für ihn war es das jetzt eh auch. Ne? 60 Super. Haben einen Sohn niedergerungen, ne? Mit Statusveränderungen. So, haben wir jetzt mal 10 bekommen? Ja, ja. Zu Hause warten nur hungrige Mäuler auf mich. Ja. Ich wollte es eh nicht, aber ich habe es mir keine Wahl gelassen. Eine Ausgabe des Magazins Efeu, Antworten der Redaktion, Frau Sokolnika. Wir haben Ausflüge über Angora-Kaninchen berichtet. Also in Ausgaben 22 und 23 finden Sie einen Artikel, die Wolle der Angora-Kaninchen. Darin erhalten Sie Hinweise zur Zucht dieser Tiere. Da sie in Posen wohnhaft sind, hilft es leichter fallen, Kaninchen aus Deutschland zu importieren. Informationen zu Verkäufern erhalten Sie vom Chefredakteur des Magazins der Kaninchenzüchter, Dr. F. Poppe, Kaiser Wilhelmstraße 22, Leipzig. Frau H.W. Das Ergrauen des Haars könnte eine Folge einer verborgenen Erkrankung des Körpers sein, weshalb wir zum Besuch eines Spezialisten raten, da hier keine Ratschläge per Brief möglich sind. W. Janetzkeck. Die modernen Tänze Two-Step, Catwalk Boston, die in unserer Oberschicht immer beliebter werden, werden abends von Jan Wysocki, einem stadtbekannten Ballettmeister, gelehrt. Allerdings bietet er seine Kenntnisse ab November nicht mehr an. Sollten Sie also seinen Unterricht interessiert sein, sollten Sie die Gelegenheit jetzt nutzen und ihn unverzüglich kontaktieren. Secrets, not on my watch. Schlussfolgerung haben wir zu den Lehrstunden zu aktuellen Tänzen in der Zementarerstraße 18, viele Ballettmeister Jan Wysocki, der in den Abendkurs Energie gelernte westliche Tänze lehrt. Allerdings haben ihn Gemeindemitglieder, denen die neue Mode widerstrebt, ihn zum Aufhören gezwungen. Dies ist die letzte Gelegenheit teilzunehmen. Was jetzt mit den Damen? Wo sind, also die sitzen hier, sagen jetzt nichts mehr. Traurig. Ich wollte jetzt wissen, ob ich auf der 10 auch gestuft worden bin. Oh, hallo, ja. So müssen wir den Raspen. Please let me in. It's urgent.
You can't just turn up like this. What will I tell Sir and Madam? Fear not, I'm here for Rasputin. I can sense he's in a drawing room. Intriguing. Das Apartment. Untersuchen. Einladung. Ein Stapel Einladungen zum Kaffee, Grinskin und Abendessen in Warschaus gehobener Gesellschaft. Die neuesten Einladungen stammen von Gräfin Lemontonova. Okay. Also ein bisschen, da haben wir ein bisschen gemobelt. So. 365 Rezepte für das Abendessen für 5 Slotti von Luciana C. Brotpudding. Das Brot, am besten Vollkornbrot, in dünne Scheiben schneiden und trocknen, bis es braun wird, dann zum Mehl stampfen. Anschließend werden 3 Esslöffel dieses Brotmehls, ein Glas französischer Wein, eine Tasse Zucker, 8 Eigelb, Nelken, Zimt, zerdrückte Vanille, ein Esslöffel Butterschmalz und Schaum, der 8 Eiweiß genommen, vermengt in einem mit Butter gefetteten und mit Semmelbrösel bestreuten Topf gekippt und für eine Viertelstunde in den Ofen gestellt. Der Pudding reicht für 4 bis 6 Personen. Oder für mich. Ich friss für 4 bis 6 Personen, ist kein Problem. Verdammter Adel. Ja, Nerwinski. Medikamente, verschiedene Medikamente und Dikturen in dekorativen Fläschchen. Einige wurden von Ärzten verschrieben, andere von Quacksalbern. Wie ihr das also erkennt, gell? Untersuchen. Parfümfläschchen. Ein Fläschchen mit dem tollen französischen Parfüm. Es ist ein Geschenk der Nadazinskis an Rasputin. Wahrscheinlich ist das ein dezenter Hinweis, dass es für alle besser wäre, wenn er seinen intensiven Geruch etwas kaschieren würde. Das Geschenk wurde entgegengenommen, beiseite gelegt und nie benutzt. Victor, warum bist du hier? Dekorative Fächer. Anilas zittrige Worte wabern noch immer um den Fächer. Entweder sprach sie zu sich selbst oder zu ihrem Ehemann. Sie beschwerte sich über ihre angeschlagene Gesundheit und Psyche. Die winzigen Windstöße des Fächers verschaffen keinerlei Linderung. Die Familie Nadarzinski. Die Nadarzinski sind gut situiert. Sie sind recht wohlhabend, haben ein komfortables Leben und einflussreiche Freunde. Kein Wunder, dass Rasputin sie ausgewählt hat. Er scheint sich ihre Gunst gesichert zu haben, indem er sich um Anila kümmert, die an einem Nervenleiden erkrankt ist. Schön. Ah ja, Sülski. Sülski. Ja. Hallo. My friend. Is that him? Oh my God, what is this? In the flesh. Allow me to introduce you, my dear hostess Anila Nadarzinska and my dear friend Viktor Shulsky. Your father had a beautiful funeral. Thank you. Geschändet ist meines Grab. My dear, we finished for today. Now I'll find out what brings Viktor to us. What brings you here? But you were the one who phoned. Very funny. Have you known them long? No, but Anila and Lucian are my 2 good souls. They took me, an impoverished preacher, in under their roof. And I'll never forget that. Are you helping them too? I am a balm for Anyela's frazzled nerves. But enough of that. Tell me what you need. Why was she looking at me so oddly? What did you tell her about me? She's never seen a thaumaturge before. I only mentioned to her how we met. Can I help you at all?
You look like you've made yourself at home. Are you going to be staying on here for long? No, I'm afraid not. They're kind people, but I've experienced another vision. Though not fully terrifying, it is troubling. Will you tell me about it? Later. What brings you to me? Eine Hypnose braucht man. Actually, I don't feel great. Let's see what you've brought with you this time. Close your eyes and focus on my words. Concentrate on my voice. Relax and focus within yourself. Follow my voice inside yourself. Do you see him? He's remarkable. I can't tame him. You can, and you will. Look, he's afraid of you. Calm your heartbeat. It will scare him off. Calm yourself. Gerahmtes Foto einer Frau. Ah. Jetzt ist es möglich, die tiefen Sicht. You look better. You slept a long time. Yes, it feels that way. What year is it? Still 1905. Yet time flows on inexorably. No, I won't bother you. We can talk next time. The Nardezhinsky door is always open to you. Okay, super. Jetzt haben wir das geschafft. Das heißt, wir können jetzt auch hier weiterreisen. Velis, vergiftetes Lächeln, fügt Schaden zu, gibt eine Chance, wenn sie über sich. Ah, schlüpfrige Wette, Glücks. Okay. Na, ich wollte schon mal weiter schauen, aber das war das. Okay. Verringert Fokus, Ablenkung. Zufälliger Schaden gibt eine Chance, 50% zusätzlich den Fokus des Ziels um 2 zu verringern. Also der hat sehr viel den Fokus. Das Fokuszeug tatsächlich. Perfekte Planung, Fokus ist abgesteigert, den Fokus dauerhaft um 1. Verringert den Fokus. Achso, wenn wir ihm reinrufen. Okay, das ist aber eh nicht blöd. Das ist geil. Manöver. Ablenkung haben wir dann als nächstes. Verringert den Fokus. Das ist halt auch geil. Zufälliger Schaden. Da reinklatschen. Verringere Fokus, wenn der von Pein betroffen ist. Ja. Das ist jetzt die Frage, ob wir das nicht wieder rausgeben, weil eigentlich das dann... Ja, es kommt halt auf den Gegner drauf an.
Aber was sollte man sonst reinsetzen? Steigert den Fokus um 3 von uns. Lassen wir es einmal wieder so fürs Erste. Aber immerhin cool, haben wir jetzt den auch drinnen. Das heißt, wir könnten Preis der Freundschaft, Hauptquiz, Nebenquiz. Okay, da haben wir noch, Alter, das ist ja gar nichts runtergegangen. Sind wir nicht in der Bozakowska Straße jetzt? Ja, man, den Namen kann ich mir natürlich nicht merken, gell? Also das dürfte man jetzt nicht böse nehmen. Das dürfte man nicht böse nehmen, dass ich mir die Straßennamen und das natürlich nicht. Aber doch, war ja. Hey! War ja richtig. Nicht mehr lange, ich werde auch hier liegen, ja? Das. Glaube ich auch. So, also meint in der Wanne oder was? Mit der Marianne liegt in der Wanne. Ja, komisches Haus. Gut, dann können wir nämlich das gleich erledigen. Das wäre nämlich gleich hier noch auf dem Weg. Weil das wäre wahrscheinlich wieder nur so eine einfache Sache, was uns ein bisschen Erfahrungspunkte gibt und ja. Bewegt die Bilder. Ich weiß nicht, ob sie jemals traditionelle Fotos komplett ersetzen werden. Schön. Aufheben. The Gentleman Mai-Ausgabe. Die Saison sind kräftige Farben angesagt, wie dunkelrot, indigoblau und senfgelb. Sie lassen sich besonders gut mit Jakardstoffen und originellen Mustern kombinieren. Die Autoren gehen außerdem auf Anregungen aus dem Mittelalter und dem Renaissance in der moderneren Mode ein. Und wir haben wieder einen Aufstieg. Einen Punkt. Wir werden jetzt aber wahrscheinlich eh schon 2 brauchen, um bei ihm da weiter zu pushen. Naja, kosten 2. Punkt Zunge verdoppelt, den zugefügten Schaden verringert. Fokus, wenn du weniger als 6 Fokus hast. Verdoppelt zugefügten Schaden verringert Fokus. Naja, und da mal Lebenspunkte. Blutschuld erleidet Schaden 16 in der letzten Runde des Status. Okay. Aber das ist toll, weil jetzt haben wir tatsächlich, dann können wir weitere Nebenquests angehen. Wiener Bahnhof. Wo waren das andere Nebenquest? Sie leben. Das wollten wir noch einmal machen. Das werden wir angehen. Das ist ja das nächste. Woran ich Interesse hätte. Jetzt ist die Möglichkeit nämlich groß, das anders abzuschließen tatsächlich. Da ist das Hauptquartier. Ja, meine Freunde, das Hauptquartier betreten wir aber erst in der nächsten Folge. Dann können wir da weitermachen. Dann haben wir einige Nebenquests, die wir dann wahrscheinlich jetzt dann vielleicht mal wirklich angehen können und beenden können. Ja, seid auf jeden Fall gespannt. Und ja, schaut gerne wieder rein. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.